Ja, einen recht schönen guten Freitagmittag wünscht euch der Bauer Housi, der 7. Mai, 11.30 Uhr, Samen gestartet, Kipper angehängt, die Heizung braucht wieder Nahrung. Wir wollen noch eine warme Stube und es ist ja, wie der ganze April ist auch der Mai, einfach saukalt, nicht mehr normal. Und ich finde doch noch Zeit zwischen dem Impftermin suchen, um ein bisschen zu arbeiten. Aber es geht nicht mehr gut arbeiten, weil ich den Impftermin suchen muss. Und jetzt hat mir Simon geholfen. Jetzt habe ich die ganze Sache auf meinem Handy, mit dem ich jetzt filme. Und ich konnte jetzt ein Video abstellen und schnell schauen, gibt es noch einen freien Platz plötzlich. Vielleicht mache ich das gerade. Und dann Schaufel montieren und Schnitzel aufladen in den Kipper. Ja, jetzt habe ich mich schnell bei zwei Impfzentren reingeklickt. Keine Termine, immer dasselbe. So, jetzt Schaufel montieren und noch Schnitzel rein. Ja, und hier ein Blick auf unsere Kürbissteckerlinge. So sehen die aus. Wir haben die aus dem Treibhaus genommen, weil wir Angst hatten, sie werden zu groß. Und wir waren ein bisschen zu früh. Wir haben nicht gedacht, dass es jetzt wieder so kalt kommt. Jetzt wachsen die nicht mehr und haben leicht trocken. Darum sind sie draußen. Zwischendurch regnet es. Und da werden sie bewässert. Aber das Wachstum stellt jede Pflanze ein, wenn es nur 5 Grad warm ist. Da braucht auch der Kürbis braucht mehr Wärme. Und eigentlich wäre so die Größe. So in dieser Größe möchten wir pflanzen. Und Schaufel kippen mit diesem Hydraulikknüppel. Und wieder hinauf. So, erster Wagen gefüllt. Mittagessen. 12 Uhr. What's going on? It's Friday! Yay!